Hallo und herzlich willkommen zu Like a Boss. Kennt ihr das? Eure Eltern wollen mal wieder zusammen ausgehen? Und wer muss logischerweise auf eure Geschwister aufpassen? Genau. Ihr. Meine Eltern verdonnern mich jedes Mal dazu. Mein Sohn, wir werden nun dem Staatstheater einen Besuch abstatten. Staatstheater? Ich dachte, wir gehen in den Swingerclub. Du wirst auf deine Schwester aufpassen. Oh, muss das sein? Halt deine Fresse und tu, was man dir sagt. Und spiel bloß nicht wieder dieses World of Apecraft. Ihr seid doch alle süchtig. Süchtig? Adieu! Okay, okay. Naja, jetzt wo sie weg sind, kann ich wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Und hol dir ja nicht wieder einen runter. Schleudergang! Okay, Leute, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Kommen wir wieder zum Babysitten. So schlimm kann das ja nun auch nicht sein. Ich würde mal sagen, wir setzen uns vom PC und zocken einfach eine Runde. Ja, Leute, so lässt sich's leben. Hallo? Oh, was hast du denn? Na, fuck, was mache ich denn jetzt? Was genau hat meine Eltern nochmal gesagt? Hol dir ja nicht wieder einen runter. Nein, nicht das, das andere. Mein Sohn, wenn sie einmal wieder weint, gib ihr einfach einen Schnuller. Ein Schnuller? Ein Schnuller. So, wo haben wir denn den Schlingel? Wo ist denn das Riesending? Perfect Babysitter! Ihr seht, es ist immer praktisch, einen Schnuller dabei zu haben. Es gibt aber noch andere Sachen, auf die ihr beim Babysitten achten müsst. Zum Beispiel gibt es immer diese nervigen Kontrollanrufe von euren Eltern. Die kommen meistens total unerwartet und in den ungünstigsten Hallo? Ah, mein Junge! Vergiss bloß nicht, deine kleine Schwester zu waschen! Oh. Könnt ihr das nicht nachher machen? Halt deine Fresse und tu, was man dir sagt. Und hol dir bloß nicht wieder einen runter. Leute, ich bin Gamer. Ich wasche mich selber nie. Und jetzt soll ich meine kleine Schwester waschen? Ich soll dich waschen? Schleudergang! Ich würde mal sagen, Aufgabe erfüllt. Ich muss euch aber ehrlich gestehen, hätte das Kind noch einmal angefangen zu weinen, hätte ich es wahrscheinlich umgebracht. Ich meine... Jetzt reicht! So, geh sterben! Oh Gott! Kann ich einfach ein Auto vom Himmel fallen? Like a boss. Ich babysitte nie wieder. So Leute, das war's mit Like a Boss. Jetzt würde mich mal interessieren, was ihr für Erfahrungen mit Babysitting gesammelt habt. Habt ihr selber schon mal Babysitter gespielt? Oder hattet ihr sogar mal einen Babysitter? Schreibt mir alle eure crazy Stories unten rein. Wenn ihr das Video geil fandet, könnt ihr uns ja einen Daumen hoch geben. Wenn ihr es nicht so geil fandet, Daumen runter. Oder postet es in Facebook. So, und ich würde mal vorschlagen, jeder, der mal ein Baby war, kann uns ja abonnieren. Also ihr alle.